Eigentlich wollte ich jetzt hier einen besser produzieren, nachdem ich jetzt Folge 3 aufgenommen habe, aber ja, ich habe mich jetzt entschieden, einfach nochmal Mario Kart Online aufzunehmen, in Form Mario Kart Online Racing. Naja, die Zeit kann man sich ja mal gönnen, nicht wahr? Was wollte ich für ein besser produzieren? Ich wollte ein besser für den guten Terra produzieren, an dem ich schon seit, ich glaube, ich mehreren Wochen dran hänge. Das Sonic 4 Episode 1 Best of, das ist echt schon lange in Arbeit bei mir. Viele Wochen, ich wollte schon seit vielen Wochen fertig haben, aber ich ziehe es einfach nicht durch. Ich Arsch. Aber jetzt ziehe ich es langsam mal durch. Mann! Dafür hast du abgefackelt. Na dann, let's go und durchzünden. Mann, wann habe ich das letzte Mal diesen Spruch gebracht? Der ist so originell von mir. Au! Erstmal einen riesen Kettenhund in die Fresse mit Zerquetschung und noch allem dazu. Oh, das ist lecker, ne? Ja, Two Faces. Two Face Bitch! Mit Fliegen nach unten, Bitch! Eigentlich sollte es nicht lustig werden, aber egal. Ich werde versagen, ich bin Platz 9. Oh, das wäre lustig gewesen, die grüne Scheiße in die Fresse. Na komm, na komm, na komm, na komm. Das schaffe ich nicht mal, ich habe nicht mal Nachten. Okay, ich schaffe gleich noch einen siebten am besten. Alles klar. Na dann. Übrigens, wusste ich, dass ich im selben Room bin, wo ich den Raum verlassen hatte? Krass, nicht wahr? Oh, die Metrostation. Ich will aber noch nicht damit fahren, hab keinen Bock. Ich benutze ja lieber mein Fahrrad, darauf kann ich mich mehr verlassen. Klar, ein Fahrrad ist nicht so schnell wie so eine U-Bahn oder wie ein Zug. Aber hey, mit Fahrrad gehe ich mir ab. Ja, ich bin Radfahrer erster Klasse, nenne ich es einfach mal. Nicht Spaß. Aber ich fahre wirklich sehr viel mit dem Fahrrad, sogar zur Arbeit. Man hat mich wieder, also heute war ich bei jemandem sogar. Sag ich nicht, wo ich war. Interessiert ja auch keinen. Auf jeden Fall habe ich erzählt, dass ich Fahrrad fahre. Sogar bei schlechtem Wetter. Die haben mich richtig komisch angeschaut. Die haben mich wirklich komisch angeschaut dafür. Auf jeden Fall. Ja. Ich war wirklich bei Winter, bei Regen, bei Hagel, bei Orkanböen mit einem Rad. Nennt mich verrückt? Ne, ich bin nicht verrückt. Ich mach's nur so gerne. Deswegen tue ich das auch. Ich weiß nicht, weil es so extrem und geil ist. Ne. Ne, deswegen nicht. Ich bin so schlecht, ich bin gerade Zehnter. Guckt euch doch mal an, ich bin Zehnte, verdammte Scheiße. Ja, am besten Zug mitnehmen. Yeah. Two Face. Fahrt ihr eigentlich auch mit dem Rad zur Schule oder zur Arbeit? Schreibt es mir in die Kommentare. Wird mal interessant zu sehen, wer auch so gerne mit dem Fahrrad unterwegs ist. Und wer, ich lese irgendwie einen Kommentar. Ich bin zu faul zum Radfahren. Ich sag euch, ich komme mit meinem Rad zu euch nach Hause. Dann werdet ihr mal den Zorn meines Rats spüren bekommen. Oh Mann, ich sollte aufhören mit solchen Scheiß-Sprüchen. Nee, das macht mich halt aus. Bäm. Also, so will ich niemals Auto fahren. Und ich war auch noch den Führerschein. Oh Gott. Ich bin eine Schande. Ich bin wirklich eine Schande, wenn man es mal so betrachtet hat. Ja. Ich bin klein und elektrisiert. Oder
Oh, das sah ich jetzt auch. Das sah teilweise echt falsch aus. Oh Mann. Das gucke ich mir doch mal in der Aufnahme an. Ich hätte beinahe nicht bemerkt, dass mein Akku von meinem Gamepad fast alle ist. Genial, Chaos, einfach nur genial. Und wir sind weiter im Wasserpark mit Fail. Mit Fail, genau. Vor allem ist eine der ersten Strecken und ich spiele dort scheiße. Was bin ich nur für ein Noob? Na gut, ich habe auch nie behauptet, dass ich im Mario Kart super bin. Und tschüss. Oh, dass das getroffen hat. GG. GG, mein Skill. Oh Gott. Ich bin Erster. Nice. Ich werde meinen ersten Platz behalten. So. Fress. Oh fuck. Das war jetzt knapp. So. Noch eine Münze, bin ich auf Full Speed. Aktuell werde ich nicht verfolgt. Das ist schon mal sehr gut. Auf jeden Fall. Ja, machen wir mal eine neue Question in Form von Behind the Scenes. Und zwar habe ich diese Frage mal von Gary bekommen. Also die habe ich ihm auch schon mal beantwortet auf Discord. Aber ich kann es euch auch mal beantworten. Er hat mich mal gefragt, weil er gesehen hat, dass ich LPM Best-ofs gemacht habe. Also zu Sonic Lost World und zu Sonic Generations 3DS. Und hat mich gefragt, ja, warum machst du nicht noch mehr Best of von Let's Play Markus. Naja, das hat mehr Gründe an für sich. Dazu muss man noch wissen, warum habe ich eigentlich diese zwei Best of gemacht. Und zwar liegt es daran einfach, ich habe ja zwei Katzenvideos rausgehauen. Sonic Lost World und Sonic Generations. Das ist mein erstes und drittes Video auf meinem Channel. Und die Cutscenes stammen alle von Let's Play Markus. Okay, die eine aus Generations, die mit dem Orca, die stammt von jemand anderem, weil ein gewisser Let's Play Markus da einfach mal drüber gequasselt hat. Richtig scheiße, sowas. Und deswegen musste ich einfach eine andere nehmen. Aber deswegen habe ich auch, ja, diese zwei Bestos gemacht. Also sagen wir danke für die Cutscenes, die ich dem Sinne nutzen konnte. Ja, bisschen weird, aber okay. Naja, ich habe noch was dazu zu sagen, aber das sage ich dann im nächsten Rennen, weil das Rennen ist leider jetzt schon vorbei. Ja, zurück hier auf der Excite-Bike-Strecke des Todes. Go! Na, ich habe die noch nicht so oft befahren, nur ein paar Mal und sonst nicht wirklich. Auf jeden Fall, ich habe ja gesagt, zwei Bestes habe ich für Let's Play Markus gemacht, als Dankeschön für die Cutscenes. War schon ein bisschen ungewöhnlich, dass man sowas macht, aber who cares a shit? Und ja, warum ich keine weiteren gemacht habe? Naja, hat was mit der Ansicht von mir zu tun, dass ich nicht gerade wie ein Fame geiler Best of Creator wirken möchte. Ist wirklich so, ich möchte nicht so wirken, deswegen habe ich schon mal gesagt, keine Best of von Let's Play Markus. Bin sowieso kein Abonnent von ihm, also stört mich nicht wirklich. Ich mache ja Bestos von YouTubern, die, sagen wir mal, kein Best of Creator wirklich haben. Und unterstütze sie somit. Ist ja erst neulich jemand dazugekommen zur ganzen Reihe, und zwar der Real Moxen. Der macht aktuell sein zweites großes Let's Play, und zwar Pokémon Smaragd, und ihr müsst euch Real Moxen mal geben. Der ist wirklich gut. Nein, wirklich! Der ist der geilste ganz Let's Player, den ich je gesehen habe, ohne Witz. Der hat echt das Talent, so richtig groß zu werden, muss man wirklich mal sagen. Würde ich sogar auch dabei unterstützen. Ihm hat ja schon das erste gefallen zu Sonic Adventure DX, wo mir ein Render-Fail aufgefallen ist beim Einstellen auf YouTube. Aber das lag am Movie Maker, nicht an mir. Movie Maker hat eine Szene, die ich sauber getrennt habe, nicht wirklich sauber gerendert. Naja, manchmal macht das, manchmal macht das nicht. Movie Maker ist ein bisschen eigenwillig, was das angeht. Ja, bringen wir es doch zu Ende und dann machen wir auch mit der Folge Schluss. Yeah!
Ich krieg den noch, den krieg ich noch. Wenigstens zweiter will ich werden. Aber ob das mir gelingt, ist die andere Frage. Und ins Ziel. Ja, du würdest sagen, das war's wieder von Mario Kart Online Racing. Ich hoffe, euch hat natürlich die Folge gefallen. Falls ihr mal irgendwas bestimmtes wissen wollt, was ich mal sagen kann in der Folge, so zwischendurch, dann schreibt es doch mal in die Kommentare und bis zur nächsten Folge und ja, ciao!